Die Musik klingt heldenhaft und das soll es natürlich auch. Zurück bei Kingdom Hearts Final Mix, denn wir sind hier im Kolosseum. So wie es aussieht, Goofy, Donald, ich verspreche mir ein bisschen weh. Hallo? So. Jetzt geht's, glaube ich, wieder einigermaßen. Irgendwie habe ich leichte Lags drin, kann das sein? Hm. Crazy. So, ich sehe, hat's noch ein, okay, das ist ein gelber Punkt. Der muss noch irgendwas damit zu tun, in diesen Felsen wegzuschieben. Wobei, gäbe kaum Sinn, weil sowas kommt mir eigentlich vorher schon, nicht wahr? Hm. Ist auch egal. So, ist geschlossen. Warum? Arena untersuchen und erstmal quatschen mit ihm. Erstmal quatschen. Good timing. Give me a hand, will you? Move that pedestal over there for me. I gotta spruce this place up for the games. Geht schlecht, weil es ist gelb. Ah, okay, komm gar nicht weiter, wa? Scheiße. Was machst du mit links? Ja. Ah, vielleicht doch. Bewegt sich kein Stück, okay. Dann ist der also doch zu schwer für uns. Sprich, wir brauchen eben erstmal dieses die Fähigkeit für das gelbe Trio-Tech. Sag jetzt mal. Damit wir halt irgendwie zu dritt anpacken können, war, kann ich mir vorstellen. Zu den verboten. Okay, ja, das war natürlich ein kurzer Ausdruck von dem her. Scheiße. Ja, toll, war letzter Part und so. Mäh. Dachte mir dann so voll cool, ja, jetzt geht's hier mit Herkules und so weiter, voll geil und so. Nee, alles für den Arsch, wir können dann zurück. Das habe ich ja geil gemacht, hey, okay, das heißt, ja, dann gibt's vielleicht doch Sinn, ne? Meine, was ich nicht ganz verstehe, erinnert so Olymp kommen wir erst weiter, wenn wir halt, so wie es aussieht, dann den Trio-Tech haben. Das im Schloss kann ich gar nicht, interessant. Wonderland hier ist. Interessantes Symbol. Heißt es noch nicht ganz abgeschlossen, was? Wir wissen ja, dass Alice entführt wurde. Hm. Ja, ich muss hier hin. Geht nicht groß anders. Also in Eben Wundert hier, da ist eine Stufe 3 Mission. Das ist eine Stufe 1 Mission. Hier Stufe 2. Aber ich komme hier noch gar nicht hin. Hm. Das finde ich ein bisschen interessant. Die interessante Wendung. Ja, vielleicht aber irgendwas verpasst. Ich hätte diese gelbe Trio-Tech-Dings schon längst haben können. Wer weiß. So, wir gehen schießen wieder. Also. Wie geht schießen schon wieder? Anti-Z-Gummi! Ich weiß gar nicht, warum wir irgendwie. Beziehungsweise verstehe ich es noch nicht, wieso wir. Ja, Gummi-Chatten so abholen so momentan. Ich meine, es ist nicht so irgendwie. Ah, gut, wenn du von der Story bedingt, wa? Man hat irgendwie plötzlich in welche Hindernisse auftauchen würden, Gegner, was auch immer, die wir mit unseren Standardwaffen und Schilden gar nicht passieren können. Und es deswegen halt, ja, halt notwendig ist, dass wir uns upgraden. Eigentlich ist es ja momentan noch gar nicht notwendig. Weil wäre irgendwie ein bisschen lame, war. So von wegen, ja, du musst erstmal einen Gummichat upgraden, damit du hier überhaupt vorbei darfst. Vorbei kannst. Wow! Ich glaube, sowas an den Entwickler eher nicht eingebaut. Also, es ist doch eher halt upgraden, damit es halt einfacher ist. Ich könnte natürlich überlegen, dass ich mir sage, hey, wieso soll ich das überhaupt machen? Weil, ja, ist halt ein bisschen hardcore-mäßig, wenn ich es so nicht mache. Und das ist doch auch geil mit 81 Punkten. So, wir sind langsam mal da. Interessante Hintergrundkulisse. Ich hatte das Gefühl, wir kommen langsam sicher zu einem der großen Bosse. Wow, war knapp. Großen Bosse, meine ich diejenigen, die wir. War es 2 oder 3? Ne, wir glauben sogar erst Part 4. Warte mal. Welchen Part sind wir jetzt? 10. Aua. Ja, sorry. Aber jetzt kurz. War ziemlich doof. Hab kurz geguckt, welche Aufnahmen gerade sind. Und jetzt kommen wir überhaupt hier ohne Schaden durch? Wieder schon. Wenn ich es halt nur richtig gemacht hätte. Das ist doch nur Part 4 oder 5 gewesen. Auf alle Fälle dort, wo sowas erstmal ein Schlüsselschwert erhielt. Und dann auch den ersten, sag jetzt mal, herzlosen Boss platt gemacht hat. Da war plötzlich so eine seltsame Allianz zu sehen. Von Bösewichtern.
Glaubst du, wenn wir unseren König finden, Donald? Nein, glaube ich nicht. Was soll er denn hier wollen? Das Land können wir uns sparen. Wäre bloß Zeitverschwendung. Moment mal, vielleicht sind aber Kairi und Riku hier. Ich will hier runter. Donald, ich möchte nach ihnen suchen. Unsere Mission geht vor. Wenn ein neues Ziel anfliegen. Ich will aber, dass wir hier landen. Komm nicht in Frage. Mein Partner hat es. Landen! Weiterfliegen! Landen, habe ich gesagt. Aber können wir uns langsam einigen? Oh je, Absturz war. Wah, lass das! Nimm den Finger da weg! Wah, bla, 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 bla. Donald? Goofy? Sieht jetzt nur noch bissiger aus, der Gute. Ja, miese Katze, ich will sie gar nicht verprügeln, aber sie lässt mir keine andere Wahl. Bam, bams, Alter. Sabor. Danger. Thank you. Thank you. What is this place? This place. Okay. Where did the others go? Look, I got separated from my friends. Have you seen them? Mm-hmm. Friends. Friends. Right, my friends. There's two of them. The loud one is Donald. Huh? Know what? Never mind. I'm looking for my friends, Riku and Kairi. Look for Riku. Friends. Right. Kairi. Friends. Right. Friends, here. Really? Huh? Friends, here. Not sure I understand, but show me. Take me to Riku and Kairi. Tarzan. Tarzan, go. And I'm Sora. Tarzan, go. Sora, go, go. Verschollen im Dschungel! Ach du Scheiße. Gorsch, where are we? I sure hope Sora's okay. Ja, der ist flink unterwegs, der gute Tarzan.
mit Tarzan im Team. Interessant. Sag mal, seit wann ist Tarzan eigentlich so beschränkt, würde ich fast schon behaupten. Ja gut, vielleicht einfach nur die Sprache, die er nicht so beherrscht wie wir, beziehungsweise wir halt unterschiedliche Sprachen beherrschen. Er hat mir die Affensprache und so, aber da habe ich gar nicht mehr so eine Erinnerung gehabt. Hm. Ja, muss wohl irgendwie zu Beginn der Disney-Saga bei ihm gewesen sein, so bekommen wir jetzt hier unbeschadet runter. Aha. Wir uns angucken. Hm. Ein Speicherpunkt. Ja, warum nicht? Den Kaninchenbau überschreiben. Deep Jungle. Dass wir hier eine Spur von Alice finden, glaube ich ja auch eher weniger, wenn ich ganz ehrlich sein darf, aber man weiß ja nie, wa? Hui! Ey, das macht Spaß! Erinnere mich ein bisschen an einen Parcours aus Super Mario Galaxy 2! Ding, ding, ding. Aua, ziemlich scheiße in Erinnerung noch habe. Vor allem den grünen Stern damals noch. Hm. Wow. Oh oh. Sova, hoffentlich kannst du fliegen! Nee, aber gut landen. So, was denn das? Ein Kochdorf, jetzt finden wir die Kochrezepte. Ja, erstmal unsere Freunde finden, wäre vielleicht auch mal eine Option. Ja, sieht doch eher nach etwas Menschlichem aus. Da oben ist noch irgendwie ein Zettel. Kann ich den nehmen? Nö, kann ich irgendwie das Ding zerstören? Ja, nur bringt's nichts. Dia 3 erhalten. Okay, Tarzan. Ich glaube, wir sind hier im Jagdlager, wa? Also sind die auf der Suche nach Tarzan. Alter, ich muss zugeben, ich habe den Cartoon mit Tarzan nie so richtig geguckt. Äther zu dann hinzugeben und kühlen. Okay. Von Äther sind wir jetzt bei Chronicles gelandet oder was? Nein, das ist eine Tour. Kann ich irgendwie aufmachen? So schon mal nicht. Dabei habe ich ein Schlüsselschwert. Hallo? Dia 4 halten. Wir müssen also Dias suchen. Zumindest sieht es gerade mal danach aus. Und man das. Kochrezept 1. Ofen anmachen. Was? Nicht die Dinge verbrennen. Ernsthaft? So oder so ist nicht die Uhr platt machen, sondern. Wo lang das Geschenk da, aber egal. Kochrezept 1, den Ofen anmachen. Ernsthaft? Tschö. Okay, wir finden Dias, wir brauchen Kochrezepte. Was zum Henker ist hier eigentlich los, Leute? Dia 6 erhalten! Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich sind noch da gewesen. Egal. Komm hier rein. Jo. Jane. Tarzan. Oh, and who's this? Hi there. I'm... Oh, you speak English. So then, obviously you're not related to Tarzan. Are you here to study the gorillas? Highly doubtful. Sora! Goofy! Donald! A circus of clowns. Not much use for hunting gorillas. Mr. Clayton, we're studying them, not hunting them. This is research. Well, the more the merrier. Do make yourselves at home. Well, anyway, I'm staying. Huh? Sora, look what we found. Look at this. Ooh. Ja, so stellt genau die Frage, die ich auch gestellt hätte. Was ist denn das? Ein Gummistein, dasselbe Zeug, aus dem unser Schiff ist. Das bedeutet also, der König könnte hier sein. Wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Schön, du kannst mit mir kommen. Zumindest vorübergehend. Protes-Gummi erhalten. Protes. Oh, cooles Team. Mal. Donald. Nee, komm, halt lieber Goofy hier. So, Tarzan, Donald. Ja, komm. Dann Donald hier, Tarzan hier. Cool, das Team wächst. Yeah.
Oder auch nicht, weil wir tatsächlich mitnehmen können. Geil. Natürlich jetzt eher unpraktisch ist, wenn ganz ehrlich sein darf. Obwohl, warte mal, können wir... Das ist die Frage, können wir ihn überhaupt mitnehmen? So gefragt, einfach mal ganz kurz. Sag mal, kann ich jetzt... Nee, das ist auch falsch. Hä, wir können einen Teamshooter wählen. Wollen wir ganz kurz. Bin ich grad so doof oder tue ich nur so? Der hat 3 Potions! So, haben wir das auch geklärt. Ausrüsten, Speer. Kann auch von mir aus behalten. Ability. Not bad, not bad. Gibt es weniger AP? Ah, 0 von 19. 0 von 1. 4 von 4. Ausweichen. Verschlangungskraft sprunghaft. Berserk nehme ich jetzt nochmal gerne. Nach dem letzten Part, ich glaube, ist es gar nicht mal so schlecht. Also, Tarzan fehlen noch ein paar AP, okay. Goofy sich mal ausrüsten, weil er hatte genug. So, Donald auch mal Berserk gegeben. Obwohl, bei ihm als Magier. Naja. Da kann ich jetzt das Team gar nicht mehr so einstellen? Ging das nur vorher? Gut, ich meine, hier sind eben noch alle 4 drauf, also vielleicht ist Tarzan einfach irgendwo draußen oder so. Hä? Was ist passiert? Hallo? Was haben wir jetzt gemacht? So! Mann, habt ihr gar nicht gesehen. Sorry! Post Ego-Modus. So, mit 3 Leer zu halten. Speichern ist, glaube ich, jetzt nicht schon wieder. Obwohl, doch, das mit den AP und so, was ich gemacht habe, ja komm. Warum eigentlich nicht? Dass er schon wieder speichern kann. Vielleicht Rückzugsort oder so, keine Ahnung. So, wir suchen eigentlich unsere Freunde, wa? Tatsum wurde anscheinend im Dschungel von den Gorillas aufgezogen. Ihn zu sprechen ist noch immer nicht leicht, aber er macht Fortschritte. Er hat vorhin also in der Gorillasprache gesprochen. Richtig, du suchst also jemanden? Ja, er sagt, Riku und Kairi seien hier, aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Vielleicht hilft uns der Projektor weiter. Zeigen Tarzan einige Dias, vielleicht trifft eins davon dieses Wort. Oh, wo sind denn die Dias alle hin? Ja, ein paar habe ich ja, wa? Nee. Nö. Nee. Gut, wir müssen die ja suchen. Wobei, wir haben das Wort nicht verstanden, also von dem her ist das mit dem Dia suchen eher suboptimal. Ich heiße Clayton, ich bin ein Jäger, kein Forscher. Ja, man sieht's dir an. Denn er ist Clayton und er ist Jäger und kein Forscher. Au, ruck. Was könnte uns das nützen? Hier kam ja eigentlich überall rauf. Ich schätze mal, es wird irgendwie dafür gut sein, damit ich da hochkomme, wa? Nipp. Da kann ich auch nicht hoch. Hallo? So, also ganz ehrlich. Was treibst du denn bloß manchmal? Nee, da bringt es auch nichts. Auch nichts an, wir sind aber noch ein Dia. Dia 2 erhalten. Was haben wir überhaupt jetzt schon? Das Fass hier irgendwo bräuchte, oder ist da oben vielleicht noch eins? Nee, so langsam aus. Wie viele Dias habe ich überhaupt schon?
Mal ganz kurz Cookie machen, wa? Womit ich in der Truhe? Nee. Ja, was sind hier jetzt? Ausrüstung, nee, das ist eigentlich das Richtige. Da ist eh nichts mehr, oder? Was ich noch groß ausrüsten könnte. Nee, da ist irgendwie auch doof. Oh. Die Eins erhalten. So. Da hinten ist noch eins. Dann müssen wir bei einem gerade Dias haben. Dia 5 erhalten. So. Ich sehe zwar nicht, wo. Ja. Übersicht, welche Dias ich schon habe und so, aber. Rein numerisch betrachtet müsste ich glaube alle haben. Und das andere Schloss. Was hast du denn, Sora? Gar nichts. Wieso kommt mir nicht bekannt vor? Echt? Nein, gar nicht. Wieso? Ich habe meine Insel nicht verlassen. Na, wird deswegen, okay. Ein Schiff? Well, Tarzan? Where are my friends, Riku and Kairi? Hey, I thought... That leaves just one place. Young man, we've been in this jungle for some time now. But we have yet to encounter these friends of yours. I'd wager they're with the gorillas, but Tarzan refuses to take us to them. Really, Mr. Clayton? Tarzan wouldn't hide... Then take us there. Take us to the gorillas. Gorillas. Tarzan, are you sure? Tarzan, go see Kerchak. Kerchak? He must be the leader. Perfect. I'll go along as an escort. After all, the jungle is a dangerous place. Ja, natürlich. Ausgerechnet der, wa? Da kann ja heiter werden. So, erstmal hier im Zelt überschreiben. Im tiefen Dschungel. Hm. Ja, fragen mich halt immer noch Leute, was halt die einzelnen Welten. Ernsthaft? Sogar hier? Wir haben überfallen, war gerade ein bisschen sprachlos, ganz ehrlich gesagt. Ja gut, ist Tarzan, weiß ich, Mowgli ist ein bisschen was anderes hier. Den ganzen Gegnern. Alter. Wie viel hält denn der aus? Ist mir das letzte, wa? Haut er wieder ab. Okay. Ey, was man da gefragt hat, wir haben jetzt im. Ja, wenn man so will, drei Welten gesehen, abgesehen von der Hauptwelt, beziehungsweise. Ja, doch, eigentlich mehr oder weniger Hauptwelt. Und ja, in der einen wird halt Elsin noch vermisst, das heißt, wir müssen sie in einer anderen Welt finden. Aber ob das halt storybedingt ist, dass wir. In diese Welt, wo sich Alice jetzt befindet, nur ja dann hingehen kann, wenn sie halt vermisst wird. Also jetzt hat er oder ja, ob es dann in irgendeiner anderen Welt ist, ob wir auch schon früher hätten hingehen können. Ist immer so eine Frage, oder? Und dann eben auch das mit dem gelben und weißen Triotech-Symbol, oder zumindest das Gelb brauchen wir, um Kolosseum weiterzukommen. Und da ist auch die Frage, kriegen wir das irgendwie. Da müssen wir ein bisschen das Level erreichen, also hat es gar nichts mit der Story selbst zu tun, sondern nur halt, ja, wenn du halt genug trainiert hast, kriegst du Triotech-Updates oder kriegen wir das auch nur in bestimmten Welten. Das sind so Dinge, die mich noch momentan noch interessieren. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich will es irgendwie, kann ich groß nachforschen so. Ne, da will ich jetzt echt alles mal ein bisschen so herausfinden und so. Vielleicht irgendwann, wenn ich merke, oh scheiße, komm nicht weiter, dann, okay, jetzt muss ich irgendwie, naja, da mal gucken. Aber glaub nicht, dass ich da irgendwie groß recherchieren muss. Vielleicht eventuell offscreen dann irgendwann mal schon ein paar Welten gesehen und also nochmal die alten ein bisschen abklappere. Wenn nicht irgendwie alles onscreen drauf geht, aber ansonsten müsste es ja eigentlich schon gut gehen, wa? Hier ist ja auch nichts los. Ein paar ist auch schon wieder vorbei, Freunde. Und bevor ich es vergesse, zum Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hier seht.
Ist da bereits Kingdom Hearts 3 raus? Ich weiß noch nicht genau. Ich weiß nur zum Zeitpunkt, wo ich hier aufnehme. Das heißt, Wochenende vor offiziellem Release von Kingdom Hearts 3 habe ich das Spiel bereits. Ja, dann bringt es mir nichts, weil ich halt vorher ein anderes Spiel zocken will. Also 1.5, 2.5 plus in einer 2.8. Yeah. Schon scheiße, wenn du so ein Spiel hast und denkst, ja, totaler Hype drauf und so, beziehungsweise die Serie und scheiße, willst du erstmal alles anders zocken. Wie lange das dauert, bis ich alle anderen Teile durch habe. Aber keinen Schimmer. Okay, das ist interessant. Hopp. Ja. Ich wollte gerade sagen, kann ich hier hochklettern? Was? Oh, come on. Okay. Ja, die Steuerung habt ihr mir schon in den Kommentaren erzählt, die ist gewöhnungsbedürftig, zumindest was die Treffgenauigkeit betrifft. Was ich auch schon teilweise festgestellt habe, wenn ich irgendwo hinspringen will, punktgenau und irgendwie nicht ganz so genau dahin komme, aber man gewöhnt sich daran. So, ja und nun? Also doch hochklettern, interessant. Nee, da ist irgendwie... Okay. Stellt sich natürlich die Frage, was bringt mir der Ort hier, abgesehen von ein paar Items? Ja, das weiß man natürlich auch. Die anderen können hier ranspringen und sich festhalten. Bei mir geht's nicht. Ah doch, jetzt geht's. Höher komme ich auch nicht. Nee, keine Chance. Okay, ist das wohl eine Sackgasse? Aber es sieht jetzt schon ein bisschen verdächtig aus. So eine Mulde. Hm, und da hochklettern bringt ja auch nichts. Ja gut, Leute, spielt ja keine Rolle. Wie gesagt, der Part ist vorbei. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge hier weitergehen wird. Mit Kingdom Hearts Final Mix und... Ja, natürlich auch, wie es zwischen Sora und Drone weitergehen wird, ob sie sich wieder zusammenraufen. Und vor allem... Und mal irgendeinen Hinweis finden werden auf König Mickey oder auf Sora, auf Rico und Kyrie und natürlich auch auf Alice. Ah, viel, viel zu tun. Und vor allem die Gorillas müssen wir auch noch irgendwie finden. Naja, vielleicht geht's nur. Stimmt, vielleicht geht's nur mit Tarz im Team. Eventuell hat die Frage, wie kann ich das Team switchen? Sehen wir. Nee. Hä? Ego-Perspektive. Ja, ist egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.